Dann kommen wir nämlich direkt zu dem und quatschen mit dem. So, wie es aussieht, hast du gefunden, was du gebraucht hast. Hier ist ein wandernder Doktor, der von Zeit zu Zeit hierher kommt. Sein Name ist Taktios. Er heilt Leute für umsonst. Wir haben ihn zuletzt vor ein paar Tagen gesehen. Er hat einige Kisten getragen, mit denen der ziemlich merkwürdig umgegangen ist. Er hat uns gesagt, das ist eine Art seiner Quest. Er wollte uns einfach nicht mehr sagen. Er ist losgezogen ein paar Stunden, bevor die Raider kamen. Er ist ein sehr wortkarger Typ. Kann sein, dass er in eine Falle geraten ist oder wurde selbst gefangen genommen. Wir machen uns Sorgen um ihn. Wenn es möglich für dich ist, wären wir dir sehr dankbar, wenn du ihn vielleicht finden würdest. Am besten am Leben. Er wird dir ein wenig mehr erzählen über seine Quest. Also ich werde mich jetzt erstmal an die Anfangsquest halten, ne? Bevor wir hier anfangen, irgendeinen Kram zu machen. Wie sind die FPS? Schön. Ah, guck mal, siehst du hier oben links und unten rechts schon ein paar Raiders am Rumrennen. Und das sind wahrscheinlich die Raiders, die sind auch markiert. Wir müssen mit denen in den Kampf ziehen. Sehen auch in etwa, wie viele Leute da sind. Mountain Infantry, ne, Mountain Bandits, die Geschwindigkeit von denen, es sind 6 Truppen. Umso größer unser Trupp ist, umso langsamer werden wir übrigens mit der Zeit. Da wir aber, glaube ich, überwiegend Kavallerie sind. Attack. So. Movement Orders. Kannst du die Armee bewegen? Natürlich aus deiner Perspektive. Zum Beispiel in Position bringen. Und mit Charge greifen die jetzt automatisch den Feind an. Die werden eh sterben. Juhu, ich habe einen Beitrag geleistet. Also laut Optionen gehen Schlachten bis zu 1000 Mann. Der Weg zu einem neuen Imperium. Ja, wir haben fast unbewaffnete Menschen mitten im Wald abgeschlachtet. So fangen alle guten Geschichten an. Ja, yeah, we rape the bastards. So, und Loot gibt's dann. Dann können wir mal gucken, das Gewicht. Armor Level. Zum Beispiel, ich habe nichts an den Händen, das können wir anlegen. Kannst die Sachen natürlich auch später verkaufen. Ne, dann behalte ich die aktuelle Armor an. Die ist besser verteilt. Später kann man auch bei kleinen Gegnern halt die Truppen senden, aber im Tutorial ist das halt ausgeschaltet. Attack! Oh nein, mein Bein wurde getroffen. Ich sollte mich zurückziehen. Yeah!
Ich bin schon angehypt. Auch wenn wir im Moment nur so wenig Truppen haben. Und wir können auch übrigens ein Freizeit-Outfit anlegen. Ach, das Pferd kann man auch tauschen, ne? Es ist einfach wundervoll. Ja, das sind diese drei Partys, die wir töten müssen. Oh mein Gott. Ach so, wegen den Focus Points lerne ich das schneller. Meine Lernrate ist mal 15. Mit Bogen. Ich denke mal, hier muss ich mich für eine Sache entscheiden. Dann mache ich... Es gibt keinen Link, wo man es billiger bekommt im Moment. Also von mir gibt es nichts in die Richtung. Faster Aim, dass ich schneller die optimale Trefferchance erreiche. Wenn du den Vorgänger hast... Dann lohnt sich eh eigentlich nicht in den Keyshop zu gehen oder so, glaube ich. So, das ist der Taktik-Skill. Kavallerieangriffe brechen die Moral um 10% höher. Verdammt. Es gibt doch. Es gibt einen Zurück-Button. Ich kann noch einen Fokuspunkt vergeben. Vor allem das hätte man hier, diese ganze Skill-Liste, man levelt, steht übrigens hier oben, how to learn zum Beispiel, spot tracks and hide aus, zum Beispiel für Scouting. Bei Bow ist es shoot enemy with a bow and arrow. Wenn man, umso weiter die Schüsse sind, also umso schwerer der Schuss ist, umso besser skillst du damit. Also du musst halt die Waffen schon benutzen, um das dann zu lernen. Das finde ich eher am besten, das erinnert mich nämlich an früher Ultima Online oder Ultima an sich, die Reihe. Die meisten kennen es halt inzwischen von den Elder Scrolls-Saga-Spielen. Aber bei mir ist es halt alles noch so Ultima Online-Kram. So, wenn du Armeen anführst, ich gebe mir noch einen Fokuspunkt in Leadership. Guck mal, ich kann dann Party-Members einen XP-Bonus geben. 20 Moral-Bonus, ich glaube, das ist ganz gut. Ich dachte schon, dass die Truppe mir die Leute klaut. George! Na, hör auf, mir Kram entgegenzuschleudern. Headshot! Ich bin einfach kein Mongole. Mehr Munition kannst du auf dem Schlachtfeld aufsammeln. Aber wenn leer ist, ist leer erstmal.
Der zählt als meiner. Mein Pfeil steht steckt drin. Du bist Infanterist! Ah, wir haben Gefangenen, den können wir rekrutieren. Weil er gedacht hat, er ist ein besserer Anführer als mein aktueller Anführer. So, wir haben ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot gegeben. Und er kommt dann in einer gewissen Zeit zu mir rüber, um mit dir zu reden. Ich will ja nur testen, ob das Pferd nachher wieder da ist oder ob das jetzt ein Infanterist wird. Dein Name ist Takteos. Ach so, das ist der Doktor, der so wenig, also wortkarg sein soll. Ich war unterwegs auf einem Quest. Aber ich bin nicht wirklich gemacht für Sachen wie diese. Ich war in der Karawane. Wir wurden von der großen Anzahl umstellt, also haben wir aufgegeben. Ich habe geglaubt, dass sie uns am Leben lassen. Aber sie haben angefangen, uns langsam verhungern zu lassen. Wenn deine Gruppe nicht gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich tot. Wir suchen nach zwei Kindern, die von Raidern übernommen bzw. entführt wurden. Kannst du uns irgendwas erzählen? Tut mir leid, ich habe keine Kinder gesehen. Aber nachdem unsere Karawane angegriffen wurde, hat der Anführer der Raiders, einer, der sich Radagos nennt, die Gruppe verlassen. Zusammen mit einer Kiste, die ihm gehört. Es scheint so, als wenn er mehr als eine Gruppe von Raidern hier kontrolliert. Er ist wahrscheinlich der eine, den du kennen solltest. Okay, in seiner Kiste ist anscheinend irgendwas Wertvolles und er hat ja nichts, was er mir geben kann zurzeit. Oder mir zu helfen irgendwie noch. Deshalb kann ich das verkaufen, wenn ich das erobere von ihm. Er hat versucht, einiges mehr über dieses Ding rauszufinden. Wir werden das in Erinnerung behalten. From the Diet Battlefront some years back. Wahrscheinlich kannst du den wahren Wert noch rausfinden. Wahrscheinlich gehört dieses Neckle, also Kette oder was auch immer, gehört wahrscheinlich in eins der Königshäuser. Es wird wahrscheinlich das Empire sein, weil ich Empire gewählt habe am Anfang. Und das wird dann die Beziehung starten mit einem der Häuser. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich nochmal. Das würde jedenfalls tutorialmäßig sein. Okay. 13 Raiders. 14 Infanterie.
Und wir sind nicht auf Pferden. Infanterie folgt mir. Naja, fast. Hey, da stehen ein Haufen Männer auf der anderen Seite der Karte. Oh, Moment. Folgt mir wieder. War es eine gestorben, ist an Altersschwäche. Ich glaube, ich kann die Pferde nicht benutzen, weil wir mitten im Wald sind. Ich glaube, er hat uns mit einem Stein beschmissen. Wie man sieht, bin ich Meisterschütze. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man einen Pfeil schießt. Das wird wahrscheinlich der noch lebende Anführer sein. Wir haben gehört, dass du unsere kleine Schwester und Bruder entführt haben. Wo sind sie? Bei Gottes Himmel. Ich brauche eine bessere Beschreibung als das. Meine Männer haben einen Haufen von kleinen Bastarden in dieser Region gesammelt. Ich habe bereits die meisten nach Süden zum Sklavenmarkt geschickt. Sollen wir im Duell kämpfen oder ihn so töten? Okay, Duell. Ja, lief doch gut. Das ging schnell. Ich rede jetzt erstmal mit ihm. Aber wir haben nicht permanenten Tod, deshalb alles gut. Oh nein, die Interaktion mit diesem ist während des Tutorials verboten. Deshalb, mein Bruder hat mich gerettet, alles ist gut. Ich glaube, nächstes Mal sage ich einfach, okay, Leute. Übrigens hat Tag und Nacht Auswirkungen. Also die Sichtweite der Leute reduziert sie etc. Er hat den Headshot überlebt.
Guter Schuss in den Hals. Oh, ich hab dich gar nicht gesehen. Ihr macht das schon. Ach, du bist das schon wieder. Und ich habe jetzt nur noch 3 Männer, anstatt vorher 5. Männer, greift an! Ja, ihr wart alle überlegen. Ich will darauf hinweisen, ohne mich hättet ihr es nicht geschafft. Meine moralische Unterstützung hat euch zum Sieg geführt. Meine Einstellungen sind auf Maximum. Ich erkenne, wenn ich verloren habe. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Radagos. Du hast mir noch nicht die Kehle durchgeschnitten. Was auf jeden Fall ein weiser Schachzug von dir war. Ich wette, wir können einen Weg finden, dass wir beide am Leben bleiben. Du sollst uns besser helfen, meinen Bruder und meine Schwester zurückzubekommen. Oder du wirst an einem Baum baumeln. Oh, du wirst meine Hilfe brauchen. Wenn du sie zurückhaben willst am Leben. Weißt du, meine Leute haben einige sehr spezifische Instruktionen bekommen, damit, was sie tun sollen, wenn jemand wenn jemand versuchen sollte, die Kinder beziehungsweise, ja, die Leute zu retten, bevor die auf den Sklavenmarkt verkauft werden. Du kannst Befehle erteilen, aber nicht bei 8 Leuten. So, sollen wir zusammenziehen? Ja, und 4 Raiders gefangen genommen. So, du wirst auf hier. Also, wir haben auch die Kiste gefunden mit einem alten Stück aus Bronze. Er ist auf jeden Fall ziemlich beschädigt und korrodiert. Ja, das ist auf jeden Fall die Kiste, die Taktios meinte. That said something to do with Nerezes Foley. Ich hatte gehofft, mehr Schätze hier zu finden. Aber ich glaube, die Geschäfte liefen nicht so gut für Radagos und seine Gang. Ich habe dieses ziemlich merkwürdig aussehende Metallstück gefunden. Es sieht nicht sehr wertvoll aus. Aber es könnte das Artefakt Taktios sein, worüber er gesprochen hat. Vielleicht können wir irgendeinen Ort finden, wo wir es verkaufen können, bei einem der noblen Clans, für einen hohen Preis. Ich habe eine bessere Idee. Wir haben eine bessere Chance, wenn wir uns jetzt aufteilen. Ich werde Radagos mitnehmen und und versuchen, den Sklavenmarkt zu finden. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein, um ihre Leben nicht in Gefahr zu bringen. Und es wird wahrscheinlich besser sein, sie einfach zu kaufen als Sklaven.
Wir sollten auf jeden Fall die Taschen gut gefüllt haben für so eine Option. Ich muss auch die Männer mitnehmen, die du übrigens bei dir hast. Tutorial endet wahrscheinlich. Hey, ich bin dein Bruder, wir sollten uns hier aufsplitten. Ich nehme aber übrigens unseren Gefangenen mit, unseren neuen Freund und die Männer, die wir rekrutiert haben. Du kannst ja gut auf dich alleine aufpassen. Vielleicht kann dir dieses Bronzeding ja irgendwie helfen. Ja, und du nimmst dieses verrottete Bronzeding bitte mit. Eine weitere Sache, wenn du mit noblen Leuten oder anderen Leuten redest, die wichtig sind, mach auf jeden Fall, dass du von einer weit entfernten, aber wichtigen Familie kommst. Nee, das führt zu Verwirrung. Nein, das auch nicht. Meine Familie heißt jetzt Schitter. Pascal Schitter. Oh, ich darf mir einen Banner machen. Hanukkah. Die unter der weißen Krone. Ich brauche eine Farbe, weil ich meine Truppen gut erkennen kann. Ich werde dich auf jeden Fall wiederfinden. Tutorial is over. Du bist jetzt frei, alles zu erforschen. Juhu! Bin alleine. Bin die Fraktion Schitter. Und am besten gehe ich zuerst zum Dorfbewohner zurück und werde mit dem quatschen. Baue deinen Clan auf. Reach Clan Tier 1. Ein Kompagnon rekrutieren. Und 20 Leute erstmal erreichen. So, und mit dem Metallstück soll ich mit 10 noblen Clans sprechen oder noble Leute, um zu wissen, wo die, also was das damit auf sich hat.